Guten Tag zusammen. Wir haben die Länderspielpause genutzt, um mit einer kleinen Gruppe intensiv zu arbeiten. Wir haben an drei Dingen gearbeitet. Das eine war an dem Fitnesslevel. Haben wir in der ersten Woche Umfang trainiert, dann Technisch-Taktik in allen Formationen, gegen den Ball und mit dem Ball und Standardsituationen. Und der dritte Bereich war natürlich zu versuchen, den Kopf frei zu bekommen, nicht an die vergangenen negativen Dinge zu denken, sondern frohen Mutes reinzugehen, Spaß zu haben wieder beim Training, sich noch mehr zu konzentrieren natürlich, aber dann doch den Kopf frei zu bekommen, um das morgen das schwere Spiel gegen Ried dann so zu gestalten, dass wir erfolgreich sein können. Der Heini Bergmühl ist dabei bei einigen Trainingseinheiten, um da Messungen vorzunehmen, da auch die richtigen Weichen zu stellen, dass wir auch von der körperlichen Seite her, von der physiotherapeutischen Seite her, von Bereichen wie Kraft und Ausdauer entsprechend gut trainieren können. Ja, natürlich, das muss ich mir gefallen lassen, aber wie gesagt, im Endeffekt sind wir alle Menschen, ja, und im Endeffekt haben wir unseren Job gut zu machen. Ich denke, dass der Gerald Baumgartner, das sage ich jetzt klipp und klar, gute Arbeit abliefert im Training und so wie er seine Fußballmannschaft versucht zu steuern. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind die Ergebnisse und du bist natürlich als Trainer auch abhängig von den Ergebnissen und die müssen auch stimmen. Nein, es ist keine leichte Situation. Ich meine, wenn du Letzter bist, nur wenn ich nur an das letzte Heimspiel denke, wir waren sehr knapp dran, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass wir morgen mit der richtigen Einstellung reingehen und das Spiel gewinnen. Aber wir haben gegen Rapid eine gute Leistung gezeigt, haben leider das Ergebnis war natürlich nicht zufriedenstellend. Wir hätten das Spiel gewinnen können und wahrscheinlich wäre es dann anders verlaufen. Jetzt haben wir morgen wieder die Chance. Wir müssen da rauskommen. Wir wissen ganz genau, dass wir Qualität haben und es fehlt vielleicht momentan das nötige Glück, aber ich bin überzeugt, dass wir die 14 Tage jetzt genützt haben und dass wir mit einer guten Einstellung reingehen und dass wir eine gute Leistung zeigen und dass wir aus dem Tief herauskommen. Vielleicht noch ergänzend, Martin, wenn du sagst, die Fanmeinung. Ich glaube, es gibt nicht die Fanmeinung. Es gibt ganz eine klare Linie und wir haben das wiederholt gesagt und noch einmal, der Trainer ist geholt worden, weil wir neue Impulse gesetzt haben, weil wir auch ein neues System implementiert worden und er bekommt von uns diese Zeit und das sehen die Leute sehr gut und wir haben wirklich unzählige Gespräche geführt auf persönlicher, direkter Ebene, in Gruppen. Trainer hat auch mit Fanclubs diskutiert, Tommy Baritz und ich haben viele Gespräche geführt. Die Leute sehen schon etwas und wie ich es damals schon in der Südstadt gesagt habe, die Leute haben auch Antennen, was sie sehen. Wir haben auch sehr intensiv mit der Mannschaft diese Woche gesprochen, auch in vielen Einzelgesprächen. Ich glaube, dass wir wirklich mit Fug und Recht behaupten können, dass wir diese 14 Tage genutzt haben, um auch der Mannschaft die Situation klarzumachen, um dem Umfeld die Situation klarzumachen und dass wir eine klare Linie haben. Und das werden wir morgen zeigen. Wir werden es zeigen müssen, ist ja gar keine Frage. Aber wir gehen hier einen Weg weiter, den wir begonnen haben. Und da wird auch das morgige Spiel nur eine Etappe dabei sein. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Aber wir brauchen Erfolg. Das wissen wir. Und dass das natürlich ein Mix ist, das haben wir auch immer wieder gesagt, dass es nicht dieses eine Problem gibt, das es nur zu lösen gilt. Das wäre einfach. Aber wir gehen den Weg. Und ich kann von meiner Warte nur sagen, mit sehr gutem Gewissen, wir haben sehr viel getan auf verschiedensten Ebenen im Club, dass wir morgen alles dazu vorbereitet haben, dass wir morgen eine sehr, sehr willige, sehr, sehr aggressive, auf den Sieg fokussierte Mannschaft sehen. Und wenn man es nur die Fanmeinung, wir haben mit führenden Fanvertretern gesprochen und von diesen Themen, die da aufkommen, Fanboykott, hören wir nichts. Ganz im Gegenteil, wir hören, dass die Fans einfach ganz klar gesagt haben, wir werden diese Mannschaft morgen supporten und morgen wird sich auch zeigen, dass dieser Begriff der Austria-Familie nicht nur ein Begriff ist, sondern auch wirklich gelebt wird.